Ich heiße euch recht herzlich willkommen zu Folge 23 von Enigmatica 2 Expert. Wieder mal ist es ein bisschen mit mir durchgegangen, während ich gerade in der Vorbereitung war. Ich habe nämlich die Solargeneratoren schon gebaut. War ein bisschen tedious. Alter Vater, das war wirklich ein bisschen uiuiuiuiuiui. Musste die Solargeneratoren von IC2 bauen und so weiter und so fort. Was ja eigentlich niemals wirklich das Problem ist. Was ich übrigens gekriegt habe in einer von den Chests ist hier der Compact Cobblestone Generator. Der steht jetzt hier und produziert für mich Cobblestone. Das heißt, ich kann schön... Slime Block. Wirklich. Echt jetzt. Ich kann jetzt schön alles Cobblestone, was ich habe oder was ich bekomme, deleten, sag ich mal, beziehungsweise hier halt in meinem Denk. Wo ist mein Denk? Ach, da ist mein Denk. In meinem Denk verstauen. Aber aus diesen normalen Solarzellen hier, Dingenskirchen, Usage, bauen wir jetzt gleich den großen. Da habe ich nämlich schon alles vorbereitet gehabt für. Ich habe hier nämlich schon die Reinforced. Und Quest beendet. Dankeschön. Claim. Gucken wir mal, was wir da drin haben. Ein Architect Sawbench. Kümmern wir uns vielleicht irgendwann später mal drum, wenn ich denn mit schön bauen anfange. Wir haben es jetzt Nacht, ne? Dann gehen wir springen mal kurz ins Lager. Und schlafen eine Runde. Und dann schauen wir mal. Ich muss mal kurz meine Armbrust rausholen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin hier nicht alleine. Da, seht ihr doch. Da, zack. Da oben war auch noch einer. Ah, verdammt. Zu spät. So, mal gucken, ob wir von dem da oben noch was kriegen. Was hat denn der gedroppt? Das ist so ein Zombie-Kopf, ne? So, die Frage ist jetzt, wo setzen wir das Ding hin? Was ist das? Das sind, glaube ich, die Generatoren, ne? Okay. Das heißt, ich muss hier hoch. Machen wir uns da schon mal eine Mark. Mark. Dahin. Und dann gehen wir hin und stellen den. Der ist relativ groß, muss ich sagen. Das muss. Kommt noch dazu. Und stellen den hier hin. Sehr gut. Der produziert. Lämmig rollen? Der produziert auch keine 640 RF pro Tick. Das wäre ja der Bomben. Das Bombending schlechthin. Oh, da ist mein Lager übrigens. Ich hatte eigentlich Energiekabel vorbereitet. Jawohl, hatte ich. Wo ist denn hier der Ausgang? Da ist der Ausgang. Ich empfehle euch übrigens, die Ausgänge von dem nie zu verändern. Also das Ding irgendwie zu rotieren oder sowas, weil das bringt sowieso nichts. Nein, ach man. Also zumindest hat es in früheren Versionen von Mechanism nichts gebracht. Die Ausgänge irgendwie auch nur zu verändern. Ach, dammit, hier ist ja der Ausgang. Machen wir hier mal einen Cut. Setzen den mal so rum. Weil ich will den nämlich gerne in alle drei anschließen. Habe ich einen Hammer dabei? Natürlich mal nicht. Na gut, jetzt springen wir erstmal wieder hoch. Hammer da. Und wieder runter. Dum, 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 dum. So. Da sind wir. Achso, ich muss von der anderen Seite ran. Okay. Einmal rein, einmal. Ups. Noch einmal rein und. Noch einmal rein. Nee, ich brauche eigentlich bloß. Er steuert von unten nach oben. Also
machen wir das hier auch. Die werden alle deaktiviert. Und so, hier kommt ein Cut rein. Den muss ich mal kurz wegmachen, weil der muss noch auf Output gestellt werden. Deaktiviert. Deaktiviert. Und der extracted nicht, der insetted nur. So. Ja, ich glaube, wenn das Ding wirklich mit 600... Das wäre echt böse. Das wäre echt eine böse Nummer. Wenn der 640 RF pro Tick schmeißt. Wir müssen hier mal kurz zumachen. Damit das nicht allzu hässlich aussieht. Und da kommt wieder Kurbelstoner hin. Ich habe hier noch Appetite drin. Okay, sehr schön. Das holen wir mal raus. Weil das brauchen wir ja als... Dingenskirchen für die Baumfarm. Und ich habe hier gar keine Kiste mit gar kein. Die habe ich ja oben. Die habe ich ja oben. Da ist Appetite. Nee, das war Appetite. Da war Appetite. Gut. Sind wir soweit schon mal durch. Compressed Redstone, Compressed Carbon und so weiter und so fort. Das kommt jetzt alles. Die habe ich schon fertig. Wir können ja mal gucken, ob wir Redstone... Ups, das war die falsche Kiste. Redstone? Da, Redstone. Gucken, ob wir Redstone Compressed kriegen. Dann können wir die Quest nämlich auch gleich fertig machen. Wie weit ist er denn hier? Ja, kann er ruhig alles machen. Ich glaube, er macht immer 10er Schritte. Bin mir nicht ganz sicher. Nein, er macht 1er Schritte. Okay. Danke, Quest beendet. Quest, Loot Chest. Nein, Loot Chest. Also ich muss jetzt definitiv, wird das jetzt wahrscheinlich die... Erstmal die letzte Folge, die ich aufnehme, weil ich muss wieder farmen gehen. Ich habe fast kein Eisen mehr. Was haben wir da? Observer von Minecraft, keine Ahnung. Resonant Conversion Kit, 2 Stück. Yeah. Okay, gut. Wir gucken mal. Als nächstes wäre dann dran die Advanced Control Circuits. Was kosten die? Advanced Control Circuits. Die kosten... Ach, die muss ich craften. Okay, das können wir oben machen. Sollte nicht das Problem sein. Sehr gut. Loot Chest. Und dann Elite Control Circuits. Okay. Lass mich raten, die baut man aus den Dingern. Elite Control Circuits. Kriegen wir das auch im Moment? Auch wenn es nur einer ist, wir brauchen ja bloß einen. Ja, kriegen wir hin. Sehr gut. Quest beendet. So. Ultimate brauchen wir noch nicht. Atomic Alloy brauchen wir auch noch nicht. Wir machen mal die Kisten auf. Erstmal nachdem wir hier... Da ist kein Platz mehr drin, das weiß ich. Wozu sind die eigentlich gut? Mob Detector, Entity Sensor, Turret Minecart, what the... Shoot Skeleton Arrow when it hits an Activator Rail, okay. Bullseye Target, Structure Builder, Controlled Miner, Autocrafter. Okay. Also nichts Besonderes. Ah, die Dinger sind schon. Die sind schon echt gut. Also, ne? Die sind schon ganz schön lecker. Das kann hier alles rein. Conduits, die auch. Da sind unsere beiden Dinger, die machen wir jetzt auf. So. Was haben wir denn da? Sweet Potato Pie und. Noch eine Ender Pouch, okay, gut. Eine Ender Pouch haben wir ja schon. Ich glaube, die liegt irgendwo unten bei den Mob Drops drin.
Draw Key brauchen wir auch nicht. Die Glasscheiben, Torches müssen wir bauen, definitiv, das weiß ich. Hab hier noch irgendwo Kohle? Ja. Weil meine Autotorch ist nämlich fast leer. Ja, gut, das wusste ich. Als hätte ich es gewusst, war. Als hätte ich es gewusst. Nee, aus Pulverized Coal kann ich keine machen. Blip, blip, blip. So. Jetzt aktiviere ich dich mal. Dann solltest du eigentlich die Torches aufs, die Torches aufsaugen. Hallo? Jetzt broken oder was? Da muss ich die ins Bobble legen. Was du das machst. Komisch. Sonst hätte er das gemacht, wenn ich Torches gebaut habe. Hat er die aufgesaugt? Bin ich dezent verwirrt. Komisch. Wo ist denn eigentlich mein Anvil? Weiß einer gerade, wo mein Anvil ist? Steht da bestimmt unten, der Schlawiner. Lager? Nö, hier ist kein Anvil. Ich kann kein Anvil mehr bauen. Weil ich nicht genug Eisen habe. Oder habe ich den hinten stehen? Der stand eigentlich hier in der Ecke. Bin ich ja verwirrt. Auch kein Anvil. Ja, Stahl kann ich auch nicht machen, weil ich habe kein Eisen mehr. Wie viel Eisen haben wir jetzt? 38. Na ja, gut, probieren wir es. Wir bauen jetzt mal ein Anvil. Wir brauchen sowieso irgendwann ein Anvil. Und ich muss sowieso gleich farmen gehen, bevor ich noch was anderes machen kann. 1, 2, 3, glaube ich, so war es. Dann so und so. Hier rein. Die rein, die rein. Nee. Macht er nicht. Kohle? Macht er auch nicht. Also so Pulver heißt. Nee. Nö, 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 nö. Komisch, wieso macht er das nicht? Naja gut, da muss ich halt mit normalen Kohlen. So, wir müssen nochmal runter ins Lager. Lager, 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 Lager. Ich habe übrigens die, die Mechanismusgeräte, die unten steht haben, habe ich mit habe ich mit Energy Upgrades ausgerüstet, weil dann brauchen die weniger Energie. Das ist ganz super. Und weniger Energie heißt in dem Fall, die fressen mir nicht die Haare vom Kopf, weil als ich den laufen hatte, hat man gemerkt, dass die Batterie hier absolut runter geht. Also die geht wirklich bis in den Bogen. Warum habe ich eigentlich die alle? Egal. Jetzt habe ich da zwei Energy drinne, da sind vier drinne, glaube ich, und da sind auch zwei drinne. Kann man sich das angucken, wie viele drinne sind? Vier von, genau. Effizienz 3,16% und bei dem müssen das dann dementsprechend 1,7% sein. Also die verbrauchen jetzt weniger Energie. Und somit läuft das auch, wenn die hier hinten nur laufen. Ist eigentlich ganz, finde ich ganz gut so. Weil die produzieren auch schön.
Wir sind jetzt bei 23 Stacks Coal Coke. Charcoal. Das ist eigentlich ganz okay. So. Was machen wir jetzt noch? Erstmal hier Mob Drops. Habe ich doch gehabt, genau. Du auch. Saplings und Grünzeug. Futter. Armor Pieces. Hier kommen die Ingots rein. Ach, ich habe hier noch Eisen liegen. Ich habe hier schon einiges drin. Okay. Na gut. Miscellaneous. Da kommen die Eimer rein. Pulverized Coal kommt hier rein. Kohle habe ich hier hinten nicht drin. Ne? Nee. Die habe ich, glaube ich, hier drin. Die Kohle. Ne? Ja. Die habe ich, wie gesehen, ich habe ein bisschen was an. Diamanten, deswegen mache ich mir bei Diamanten erstmal keine Sorgen. Was brauche ich jetzt? Den brauche ich gleich unten in der Mine. Torches habe ich ja genug. Den brauche ich nicht. Den brauche ich auch nicht. Ich brauche den. Grandmaster, der hat 6 Modifier frei. Was heißt es kosten wie in. Ups. Reinforced. Oder nee, Unbreaking hieß das, ne? Nee, das heißt Unbreaking. Unbreaking. Oh Mist, wie heißt denn der Modifier? Der heißt doch Unbreaking, oder? Add Tinkers. Wo ist er? Halt, zurück. Nein. 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 Das sind die ganzen Sharpening Kits. Achso, ein Enderbuch habe ich übrigens auch. Das Problem ist allerdings, ich habe nicht genug Enderperlen. Deswegen lassen wir das mal. Wie hieß dieser Modifier? Unbreaking. Da, nee, hier doch, da. Reinforcement. Oh Gott, oh Gott. Gold Sheet Metal. Willst du mich rollen? Okay, das ist eine Goldplate. Sind das einfach bloß. Kriege ich ja hin. Wo ist denn der jetzt wieder da? So. Bisschen Obsidian, also Dense Obsidian Plate. Okay, da müsste ich den, den Pressurizer bauen. Beziehungsweise den Compressor. Aber das sollte auch nicht das Problem sein. Basic Machine. Nee, das sollte, den, können wir den bauen? Moment, das gucken wir mal, das gucken wir mal. Wir gehen mal kurz hoch. Was hat er gesagt, brauche ich? Andesite oder sowas war das, ne? Diorite, Cobblestone, Andesite. Na, guck mal, den haben wir sogar so gebaut. So, wie war das jetzt? Dense Compressor sind Obsidian Plates. Ah, das ist Pulverized Obsidian. Okay, gut. Obsidian haben wir ja ein bisschen was. Obsidian haben wir ein bisschen was. Wir machen mal 32. So. Gehen wir mal wieder runter. Was passiert? Ups. Was passiert, wenn ich den Obsidian hier reinschmeiße? Wird das Crushed Obsidian oder wird das Dense Obsidian? Was wird das? Obsidian, Pulverized Obsidian, das ist doch schon mal. Das ist doch gut. Und den müssten wir jetzt nehmen können. Okay. Wo kommst du her? Ach, da. Okay.
Was haben wir hier? Market. Farming for Blockheads. Okay. Wir müssen, glaube ich, noch zwei abwarten. So. Ah ne, 8 haben wir erst. 9 brauchen wir. Na komm. Danke. Und daraus wird dann die... Wie viele brauchten wir dafür? 2 für 2. 5 brauche ich. Oh Leute, ich glaube, das schaffen wir. Ich muss mal kurz hoch Gold holen. Können wir gleich ein paar Blöcke von Gold zusammen... Ah ne, das ist Bronze. Können wir ein bisschen Gold, Golden Sheet Metal machen. Weil dann, wenn wir die, wenn wir dann... unsere Waffen Unbreaking haben, macht das für mich das Farmen einiges leichter. So. Der kann 5, der kann 5. Also wenn ich 10 hinkriege, wäre das geil. Okay, jetzt machen wir daraus, genau, und aus den 9 machen wir dann... Okay, wir brauchen mehr Obsidian. Wir brauchen definitiv mehr Obsidian. Ja. Okay, Freunde. Dann wissen wir, was wir zu tun haben. Also ich werde das jetzt vorbereiten und dann bauen wir uns nächste Folge dann, beziehungsweise ich baue mir dann zwischendurch Unbreaking Waffen oder Unbreaking Dingenskirchen hier. Muss natürlich ein bisschen was farmen gehen, wie jetzt am besten Obsidian oder sowas. Aber das sollte nicht das Problem sein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Die ich dann wahrscheinlich morgen aufnehmen werde. Ich werde mir jetzt irgendwie Film reinziehen oder eine Serie. Und ja, werde dann nebenbei farmen gehen. Wie gesagt, ich brauche jede Menge Ressourcen. Und bis dahin sage ich Tüdelü mit Ü. Bye bye und tschüss.